to the 14 rescue days. Good morning and welcome to the 14 rescue days. All of you, they combine one to get more experience and to take part of the world's biggest challenge of rescue days or the world's biggest training event of tech. Zur größten Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung machen. Aber es geht uns nicht um Größe, es kommt nicht auf die Größe drauf an, es geht uns um Qualität. Es geht um die Qualität der Ausbildung und deswegen sind wir hier, weil Sie sich weiterbilden wollen und deswegen ist das Ausbilderteam hier, um Ihr Wissen mit Ihnen zu teilen und das Wissen zu vervielfältigen. Weil ich denke, eins ist sicher auch, wenn jetzt autonomes Fahren, Fahrsicherheitsassistenzsysteme und alles ein großes Thema sind. Eine Worte, warum wir uns hier überhaupt so international aufstellen, warum wir uns hier so präsentieren und warum verschiedene, ich sag's mal, Verfahrensweisen an den Stationen, an den Praxisstationen referiert und durch und ausgebildet werden. Wenn die Tür mit einem Schlag kommt, der steht genau da im Bereich bewegt, wo sie dann spreizt, wo dann vielleicht die Türe hinfallen könnte. Weil wenn die Türe mit ca. 80 bis 100 Kilo da auf euch zukommt mit einem Schlag, dann ist das nicht gesundheitsförderlich. Also achtet auf euren eigenen Schutz, dass euch selber auch nichts passiert. Und Angriffsgruppe ist oben, schlaut und gibt Geräte vor, zweite Mannschaft sichert und noch zwei Mann auf die andere Seite und die Tür dann. Genau. Los geht's! Besonders wenn man sowas macht, darauf achten, dass ihr da irgendwo in den beweglichen Bereich eure Finger reinbringt, wenn man da eben zu zweit am Gerät arbeitet. Achten wir spreizen. Lassen. Beide anschlagen. Wie gehe ich jetzt am einfachsten die Leine? Warte mal. Zug. Darf ich einschalten, oder? Ja. Außer genau. Und dann schaut mal her, wo er steht. Seht ihr das, wo er steht? Wenn jetzt die Tür wieder kommt, verstehst du, wie ich meine? Dann muss man vielleicht sagen, okay, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, eine Person von der Bühne runter und es steht nur noch einer oben. Ja, hast du gemerkt? Die kommt, das ist eine uralte Möhre, die kommt wieder richtig stark quasi. Breiter Druck steht drauf, wie jetzt da vorne an Scharnier. Und leider Gottes Ende die Bordwand hier. Weil der Druckgemeinde, die steht jetzt gut. Was machen wir? Alle Mann wieder runter. Bordwand vor, alle Mann wieder hoch. 21, 22, 23, 4. Die, die die Schere in der Hand haben, entfernen auch solche Dinge. Und die, die jetzt den Zylinder einsetzen wollten, würden jetzt auf einem Handbügel den Zylinder einsetzen. Könntet ihr da 10 Tonnen auf den Bügel drücken? Die sind nur im Weg. Das ist gut. Ja genau. In die Tür, ja genau. Stopp. Wie schauen wir aus mit der Verklemmung? Nee. Ist noch drinnen? Ja. Wir haben auch noch die Möglichkeit, dass wir da den Lenkkranz durchtrennen, beziehungsweise dass wir mit dem Sitz nach hinten fahren. Wir werden alarmiert, wir trainieren permanent und dann wird man innerhalb kürzester Zeit zusammenpacken und heimfahren. Mit minimalem Aufwand. Das ist halt das, was nicht immer gut rauskommt. Er hat sich überschlagen gehabt, dann war mit dem Kopf da von der linken Kante da drin so eingeklemmt.
was will ich dann machen? In dem Moment, kurfinst du danach, da stehe ich draußen, da komme ich hier auf den Bauch rocken. Nein, ich habe da unterbaut, obwohl ich gewusst habe, im Nachgang, wie ich raus bin, in dem Moment, habe ich gewusst, das hätte gar keinen Sinn nicht gehabt. Aber die einzige Möglichkeit war da, mit dem Spreizer die Lenksäule wegzudrücken. Manchmal reicht es, Cross-Ramming zu machen, also ein bisschen das wegzudrücken, was auf dem Weg ist. Vielleicht hier mal wieder ein bisschen ausbeulen, die A-Säule kann manchmal reichen. Lenkrad ein bisschen wegdrücken, mit dem Zylinder, traditionell schneiden, müssen wir den Vorderwagen drücken, sozusagen im LKW-Bereich. Gibt es eigentlich zwei Wege, das eine ist, Nummer eins wäre Scharnierschnitt, Scharniertechnik. Ja? Der zweite Weg wäre Technik über den Schwellerschnitt.